Ja, servus, hier ist die Monika Gruber, beziehungsweise ich muss jetzt als YouTuberin muss ich jetzt sagen, Welcome back to my channel, die sprechen alle so hoch mit so einer Kopfstimme, die nur noch Hunde hören. Na, ich konnte sowieso nicht, also willkommen zurück, hier ist die Monika Gruber, ich koche heute, also kein Dampfbacken wie sonst, sondern Dampfkochen, also das heißt, ich sauf immer noch, aber heute kein Prosecco, sondern Rosé, weil ein guter Freund von mir mir gesagt hat, Rosé zählt nicht. Das finde ich super, weil während des Kochens trinke ich mit meiner Mama meistens eine Flasche, bevor das Essen fertig ist. Ich war so entsetzt darüber, dass ich gesagt habe, das kann man eigentlich keinem Menschen erzählen, dass wir, bevor das Essen fertig ist, schon eine Flasche Wein gesoffen haben. Und dann hat der Spezi von mir gesagt, Monika, bleib ruhig, Österreicher natürlich, bleib ruhig, Rosé zählt nicht. Dann habe ich gesagt, super, jetzt muss ich nur noch einen gescheiten Rosé finden, denn eigentlich bin ich kein so großer Rosé-Fan. Meistens schmeckt er nämlich so irgendwie künstlich. So, wenn du riechst drauf, wie so ein Erdbeerduft, den man eigentlich entweder so als Duftbaum ins Auto hängt, wenn der Hund reingekotzt hat, oder so Toilettenspray auch oft. Also ich bin so kein großer Rosé-Fan. Und jetzt habe ich allerdings einen entdeckt, der mir wahnsinnig gut mundet, und zwar ist der von dem Spezi von mir, nur als kleiner Tipp, vom Hans-Jörg Bachmeier, ziemlich bekannter Koch seines Zeichens, sympathischer, fleißiger, lieber, lustiger Typ. Und der Wein heißt tatsächlich Bachmeier, genussvoll, also Zweigelt Rosé. Weg vom Saufen, wir wollen kochen. Nicht backen heute, sondern kochen. Und zwar ein Nudelgericht. Jeder mag Nudeln, habe ich mir gedacht. Fangen wir mit einem Nudelgericht an. Und zwar eines, wo man wenig abspülen muss. Das ist das hauptsächliche Kriterium, dass man wenig abspülen muss. Nein, im Ernst. Die Nudeln werden in dem Sud, den ich jetzt gleich vorbereite, gegart. Das heißt, es ist alles in einem Topf drin, ist ein Gericht, das auch jedem schmeckt. Das ist eine Tomaten-Specksoße, weil wie ihr alle wisst, oder viele von euch wissen, stehe ich auf Speck. Und also wie Amatriciana eigentlich, mit einem kleinen Wumms, also mit ein bisschen Chili dabei. Und wie gesagt, in diesem Sud, den ich jetzt gleich vorbereiten werde, werden die Nudeln gegart. Also es ist eigentlich idiotensicher. Eigentlich, wenn man sie ein bisschen ranhält, ist dieses Ding in, sage ich mal, 20 Minuten leicht so weit, dass man wirklich von der Vorbereitung bis zum Servieren das alles erledigt hat. So, also wir starten. Und zwar nehme ich heute auch so 150 Gramm Speck. Ich nehme ein bisschen mehr Speck, weil more is more, less is more, das ist die Devise. Also haue ich mal den Speck rein. Man braucht dann, man kann jetzt zum Anbraten nur Öl nehmen, wenn man mag. Einen Schuss nehme ich vielleicht, dann nehme ich jetzt mal Rapsöl, kein Olivenöl, weil das sollte man nicht so anbraten. Ein Schuss noch, aber eigentlich ist ja beim Speck schon Fett dabei. Also man braucht nicht so wahnsinnig viel. Mal schauen, ob der Ofen was hergibt. Noch rührt er sich nicht. Dazwischen schneide ich Zwiebeln. Ich habe schon angefangen, eine ganze Zwiebel. Also die Hälfte habe ich schon geschnitten. Ich wollte sicher gehen, ob es noch kundet, dass ihr blutige Zwiebeln seht und gleich wegschaut, weil für diejenigen, die kein Blut sehen können. So, here we go. Und jetzt schneide ich den Rest an. Es muss gar nicht so fein sein, weil man das ja in der Soße ein bisschen verkocht. Und außerdem mag ich das gerne, wenn man so ein bisschen Biss hat. Speck hat ja auch ein bisschen Biss. Das ist, wir sind ja nicht so, dass wir zahnlos sind. Also noch muss man unser Essen nicht pürieren. Und das ist gut so. Insofern passt das. Dann habe ich die Zwiebel. Die tue ich jetzt gleich dazu. Das ist übrigens ein super praktisches Brett. Das holen wir irgendwo. Was ist denn das hier so mit der, aber weil tatsächlich, ich bin so ein Hudler beim Kochen, dann haue ich mir alles daneben hin und so kann man das einfach so schön einschütten. Da habe ich schon was vorbereitet, wie gesagt, also ich nehme eine ganze Zwiebel, weil ich bin einfach Zwiebelfan in Nudelsoßen. Eigentlich gehört kein Knoblauch rein, aber ich tue eine große Knoblauchzehe mit dazu. Und Chili, also frische Chilis. Das sind jetzt so große und ich muss jetzt mal beim Spitzerl probieren, wie scharf sie sind, weil da muss ich ein bisschen aufpassen, weil nicht jeder mag so wahnsinnig scharf. Und da bleibt der Wumms aber aus. Was machen wir denn da? Ich habe schon Chilisalz in Reserve, falls die tatsächlich nicht, aber vielleicht muss ich die Chilis ein bisschen weiter vorarbeiten, weil da, wo die Kernteile sind, da ist es ja meistens dann schärfer. Jetzt schauen wir mal. Ich tue jetzt ein bisschen klein schneiden. Eigentlich ist das falsche Messer, eigentlich nehmen die Köche immer größere Messer, aber ich komme irgendwie mit dem am besten zurecht, weil das ein gerüffeltes Messer ist und da flutscht es dann richtig. Probieren wir mit mal, ob ich so ein bisschen mehr Wumms. Ah ja, ja. Huh. Ha, was will ich nachdenken, aber ich muss jetzt aussehen.
Okay, glaub. Jesus bloody Mary. The long one. Wie viel gleich? Hang on a second. Huh. Mach die Nase frei. Hilft gegen Corona, stärkt das Immunsystem. Chili. Also ich traue mir jetzt mal einfach eine rein. Das verspielt sich ja. Das ist ja dann auch genug Soße. So, das drückt schon schön vor sich hin. Boom, der Bart. Jetzt muss ich eigentlich die Lüftung einschalten, damit mein Bude nicht drei Wochen noch Speck und Zwiebel ranzelt, aber dann hört ihr mich nicht mehr. Das ist wurscht, weil in drei Gläsern versteht ihr mich auch nicht mehr, aber jetzt machen wir das einfach mal schön scharf anbraten und das sieht man so, das Fett geht jetzt natürlich auch schon aus dem Speck mit raus und man sieht, in so einer beschichteten Pfanne braucht man eigentlich wirklich nur ein Spruzerl Öl, um das schön anzubraten. Mm, das duftet schon gut. Nein, ist einfach der Geruch von Speck. Da kannst du mich in der Früh um 3 wecken und ich habe meinen Mann verrenkt, aber Speck irgendwie geht immer. Isst man natürlich nicht jeden Tag, aber ich finde dieser Geruch von gebratenem Speck, der weckt heute auf. So, oder? Jetzt geht das schon, das ist wirklich eine volle Hitze. Schalte jetzt ein bisschen runter. Es soll ja nicht braun werden, es soll tatsächlich ja nur die Zwiebel. Schau mal, das sieht ihr jetzt schon, die sind so schick glasig. Ein bisschen lasse ich den Speck noch aus, also das Fett von dem Speck. Das darf schon sein. Dann habe ich vorbereitet eine Brühe, und zwar 1 Liter Gemüsebrühe. Natürlich jetzt nicht irgendwie stundenlang Gemüseschnippel, sondern normale gekörnte Brühe im Glas. Also ich nehme jetzt die zum Beispiel von meinem Spezialart von Schubeck. Ich finde die wahnsinnig gut. Je nach Geschmack bereitet man die zu. 1 Liter, meistens mache ich schon mit warmem Wasser, weil dann löst sich das Granulat besser auf. Und Tomaten. Ich nehme, das ist jetzt kein Schleichwerbung, ich kriege Geld dafür. Ich sage jetzt einfach mal, das sind die besten Dosentomaten. Mutti, den spricht man wahrscheinlich italienisch Mutti aus, aber das sind tatsächlich die besten Dosentomaten. Wenn du die mehr probiert hast, dann nimmst du eigentlich keine andere Marke mehr. Ich finde, die schmecken nach Sonne, nach Italien. Nee, bella, ciao, ciao, ciao. Und das macht man auch, ohne dass man sie immer beim Mann draufschneidet. Das sind also pürierte, also passierte Tomatenstückchen. Ich mag es immer gerne so stückig. Wie gesagt, bis noch braucht man keine Schnabeltasse. Das soll auch noch lange so bleiben. Wenn, dann trinkt man höchstens flüssig. Cheers auf ein. Und jetzt kann ich das Ganze schon mit eben, ja, mit einer Dose Tomaten ablöschen. Und mit dem Rest, den Schwurm meiner Außenbeinsack, tue ich ein bisschen was von der Brühe in die Dose rein, damit man nichts verschwendet, weil es hat ja alles Geld gekostet. Und das muss man nicht den Ausguss runterspülen. Das machen wir so. Ja, schaut, es ist schön sauber. Jetzt spüle ich da beim Deckelchen noch runter. Dann hat man alles schön ausgespült. Und nicht erschreckend, das ist wirklich jetzt wahnsinnig viel Sud. Das ist 1 Liter Brühe. Also ihr seht es gleich selber. Das ist ziemlich viel Flüssigkeit. Also es ist wirklich, schaut jetzt aus wie eine Tomatensuppe, wo Speckstücke drin schwimmen. Okay, also es ist wirklich nicht erschreckend, das ist viel Flüssigkeit. Aber das ist das Praktische. Das geht nur jetzt noch ein bisschen, ich probiere jetzt gar nicht, aber ein bisschen Salz kommen noch dazu da. Mit Chili warte ich jetzt noch ein bisschen und schauen, was das Endergebnis macht. Das kommt ja immer noch. Also ich habe jetzt auch vom Alfons keine Schleichwerbung, aber das ist, ich nehme es am liebsten hier, weil es ein tolles Gewürz ist. Chili, Salz, scharf und es gibt auch mild. Und da kommt man immer noch hinterher, wenn man merkt, das fällt so der Schmack ist, dann haben wir das rein. So, jetzt brauche ich die Schere, mache meine Nudel ab. Das ist easy. Einfach nice. Die garen jetzt in dieser Soße und ich nehme gern im Rigatoni, weil durch das Geriffelte nehmen die Sauce einfach viel besser auf und ich finde, die sind also richtig, dadurch, dass die jetzt da so einkochen, richtig durchtränkt von diesem Sud und haben dann richtig ein schönes Geschmack. Jetzt den Deckel drauf und bring's zum Kochen. Es passt nie, oder? Schau, das ist immer Deckel raus, ich habe alles geordnet drin, ich nehme immer den Deckel, der nicht passt, sondern da direkt eingefallen dort. Aber ich finde schon passend, das Haus
verliert nichts, hat meine Oma gesagt. Ah, voilà, Stunden später. Und jetzt warte ich, bis das so leicht aufkocht und dann schalte ich einfach zurück, damit das schön vor sich hin simmert und die Nudeln in circa, ja, 12 Minuten, 10, 12 Minuten, je nachdem, sondern ein bisschen, aber es soll natürlich auch die ganze Soße quasi weg sein, dass das also eine richtig geschmeidige Masse ist und eigentlich von der Flüssigkeit nicht mehr viel zum Sehen ist. Und apropos Flüssigkeit, muss ich nochmal ein kleines Stückchen zum Abfedern, weil es ist eigentlich das Herrlichste, was macht man im Urlaub eigentlich untertags, wenn noch hell draußen ist, dass man da schon sauber anfängt. Aber in Pandemiezeiten, da muss man sich sein kleines Stückchen Urlaub einfach mal selber schaffen. Das mache ich jetzt hiermit. Ich habe meinen Pelikan dabei. Das ist mein Gute-Laune-Pelikan. Das ist ein Flamingo, ist gar kein Pelikan, oder? Ich brauche eine Brühe. Flamingo, Pelikan, scheißegal. Urlaubsbluse und ein Schlückerl auf euch. Cin cin, sagt der Italiener. Alla nostra salute. Jetzt fängt schon ein bisschen an zum Blubbern. Ich warte so ein bisschen. Na, was ist denn? Wer will denn was von der Mutti? Nehmt daheim und ich bin närrisch. Das hat mein Onkel immer gesagt, bin angerufen am Freitag. Da hat immer Nachtdienst gehabt. Was ist denn das? Ich hasse das, wenn Leute anrufen mit einer Nummer, die man nicht kennt. Kennt ihr das? Dann denke ich mir immer, zum dritten Mal schon. Ich weiß nicht, was er sie es will. Soll er es drauflabern? Aber ich rufe aus Trotz nicht zu. Und jetzt ist Freitag Nachmittag, das mag ich extra nicht. Dann denke ich mir, dann soll ich E-Mail schicken. E-Mails ist ja super, wenn Leute E-Mails schicken, das mag ich ganz gerne. Warte immer. Alle ungelesen, bis 100 Stück sind und dann lösche ich sie. Und wisst ihr, was dann passiert? Absolut gar nichts. Das ist so schön. Sag mal, schreibt mir E-Mail. Genau. So, jetzt kocht es vor sich hin. Ich stelle jetzt mal einfach die Uhr. Ich bin zu blöd. Ich kann einfach, ich muss das übermachen. Ich habe da meine kleine Tomatenweckeruhr. Die stelle jetzt einfach mal auf 10 Minuten. Dann kann gar nichts passieren. Und währenddessen kann ich einfach schon mal den Salat machen. Ich mache dann einfach so einen einfachen Salat. Rucola, Paprika. Alles, was so ein bisschen da ist. Also, ich habe noch Radieschen gefunden, die schon. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen, aber mir rein zum Wegschmeißen und das probieren wir mal. Das schaut so aus wie. Das ist so lustig, gell? Radieschen, diese. Da sieht man es besser. Diese Haare, das sind die Haare, also für die jungen Zuschauer, die man kriegt, wenn man so alt ist wie ich. Da wachsen die plötzlich an Stellen, wo man nie Haare hatte, wo du auch nie welche wolltest. Da sagt, habe ich doch nicht bestellt, aber so kleine Hexenhaare. Das heißt, man kann ohne Kreditkarte verreisen, dann findet irgendjemand immer, der irgendwas spendiert, aber nie ohne Pinzette. Das ist die goldene Regel für Frauen ab Mitte 40. Nie ohne Pinzette verreisen. Na, die ist also ein bisschen lätschert, aber da habe ich so viel Dressing drüber. Das merkt man nicht. Und noch einfach so Streifen. Und was ich immer daheim habe, tatsächlich sind geröstete Pinienkerne. Die Pinienkerne und Sonnenblumenkerne. Da wechsle ich immer durch, weil das mag ich immer gern. Im Salat, wenn man wirklich so Zutaten hat, die schon ein bisschen lätschert sind, dann habe ich irgendwas rein, was einfach so knusprig ist. Und dann mache ich immer vor, so wie immer, bei mir im Schrankerl eigentlich, so in so Vorratsbehälter. Geröstete Sonnenblumenkerne und, da sind nicht mehr viel da, geröstete Pinienkerne, weil die eigentlich, die mag ich immer irgendwie auf dem Salat. Mach sie immer ein bisschen knuspriger. Und was der man heute nein, der mache ich. Ist ja italienisch, ja, meine Pinienkerne. Und vor die Pinienkerne. Ja, und man sieht schon, jetzt rühre ich mal um, zwischendurch, man sieht schon auch die Nudeln. Man kann sie, ist auch noch hart, also wenn man so durchfährt, merkt man es, okay. Aber sie saugen sich natürlich mit dem Sud schon voll. Chili und den Speck und die Nudeln fassen sich noch richtig, richtig fest an. Aber du merkst schon, okay, ja, sie köcheln schon da drin. Das Dressing für den Salat, das mache ich immer so freischnauze. Je nachdem, was ich gerade Lust habe. Heute mache ich es vielleicht ohne Senf, heute mal ganz klassisch. Nimm ein bisschen. Ich mache immer ein bisschen Zucker, ganz kleines bisschen Zucker. Das habe ich von der Mama, die immer gesagt hat, immer so in Salate bis auf Kartoffelsalat, da nicht. Aber sonst ein bisschen Zucker. So, jetzt habe ich da mehr Hartoffel, vielleicht ein bisschen mehr noch. Dann Pfeffer. Die große Mühle, da muss schon ein bisschen protzen. Ja. Die Zähne ist schwächer, ich mir mache. Also
hau rein. Pfeffer ist, also viele Leute sagen, du nimmst du auch Salat zu deinem Pfeffer, aber ich bin so ein Pfeffer-Junkie. Und dann, ja, Olivenöl habe ich eh immer so parat stehen, gutes Olivenöl. Wie gesagt, nicht zum Anbraten, weil man, das ist echt schade, man soll es nicht so hoch erhitzen, aber für einen Salat mag ich immer schon mit Schwung. Ups, wenn das mir das Deckel reinfällt, dann müssen wir es mitfressen, das Plastik, das will man nicht. So. Und Essig, da nehme ich jetzt meinen weißen Balsamico. Was habe ich denn da noch? Habe ich dann gar keinen weißen Balsamico? Doch, habe ich Bianco, Condimento Bianco, So. Du kommst hier, du geile Sau. Ja. Essig ist auch, also der hat man auch nicht sparen, finde ich auch noch lustig. Und jetzt mache ich den mal um. Jetzt habe ich mir. Was ist das bloß für ein Drittschritt? Ach Gott. Und so die Hirnsachen sind in der Hand. Also da muss ich jetzt aufpassen. Tatsächlich die Tomatensauce, ich rühre nochmal um. Wenn man sich da voll drittelt, das ist dann immer Handwäsche. Helle Bluse und kochen. Ah, da habe ich halt wieder großartig nachgedacht, nämlich gar nicht. Das ist meine Spezialität. So, und da sieht man schon auch, wie die auflaufen. Sie gar nicht so schön. Ja, das ist jetzt sehr nett, dass du auch mitdenkst, aber ich glaube, wir brauchen nur 2 Minuten. Und dann fertig kürteln. Aber ihr seht schon, das ist wirklich, die saugen sich richtig schön voll mit dem Sud. Und man sieht die Speckstücke. Kann man natürlich auch ohne Speck machen. Also für Vegetarier. Veganer, jederzeit ein bisschen Speck weglassen, aber ich habe mir halt gedacht, ich habe die ganze Woche kein Fleisch gegessen und deshalb machen wir das halt mit Speck. Jetzt lasse ich es nochmal in Ruhe. Parmesan habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe mir jetzt nicht grün, sondern ich habe nur so, ach Gott, jetzt schwitzt er schon, weil er so ein bisschen rumsteht. Ich mache immer so große Flocken, ich schneide es mit dem Messer einfach nur so, den Parmesanblock in die Hand und schab einfach so Späne ab. Also, und ich schenke mir noch ein Gläschen nach. Hier gibt es übrigens dann eine kleine Schleichwerbung in eigener Sache. Auf meinem Shop. Allerdings nur ein paar Flaschen, weil das ist ein kleines Weingut und da hat es jetzt noch so viel hat es da davon nicht gegeben. Aber für Liebhaber so ein Dreierpack Rosé, weil das ist eine Flasche, das ist ja gar nichts, das ist ein Vogelschiss. Und insofern, ja, finde ich einen guten Preis. 14,50 Euro kann man nicht meckern. Und schmeckt wirklich saugut. Tschüss. Tschin, tschin. Ah, jetzt Endspurt. Jetzt sieht man schon, es blubbert schon so, dass du weißt, du musst jetzt aufpassen, du kannst jetzt nicht mehr zu lange warten. Die Nudeln sind weicher schon. Der Sud ist dicker, weil es wirklich nur ein Rest drin. Und das dauert jetzt genau noch vielleicht ein Minütchen, aber wenn es doch insgesamt, ja, sagen wir 14 Minuten, also mit Vorbereitung, sehr gute 20 Minuten, bis das Gericht fertig ist. Jetzt schalte ich noch ein bisschen zurück. Ja, ein bisschen Brise. Salzen, normales Salz, kein Chili-Salz mehr, weil wir wollen es ja so machen, dass alle gern essen, auch die, die nicht so gern scharf essen. Also es hat schon so ein, ja, so eine Chili-Note, muss er haben, finde ich, schau mal. Und jetzt siehst du, schau mal, das ist wirklich von dem Sud fast nichts mehr da. Ich lasse das jetzt so, ich schalte jetzt aus, weil es ist wahnsinnig heiß, die ziehen ja auch noch ein bisschen nach. Also man sieht, es ist so ein bisschen, ja, eigentlich immer viel Restsaft da. Und das darf es auch haben, wenn man vielleicht zum Beispiel jemand kommt später noch zu Tisch und dann wollen wir es noch mehr aufwärmen und dann brennen sie an. Das wollen wir nicht. Also jetzt schalte ich aus. Es ist ein leicht warm genug, dass wenn man sagt, okay, die ganze Bagage kommt in 5 Minuten, das ist leicht warm genug, kann man genauso stehen lassen, ausschalten und das dünstet nur ein bisschen, dann, wenn man es Optik hat, nach. Und dann sind die perfekt, die sind richtig schön. Bis zum Teller vorgewärmt. Nehmen wir jetzt raus. Ah. Specknudeln zum Wochenende. Ich bin glücklich. Minuten, nehmen wir das drauf. Und dann natürlich durch ein paar Späne. Parmigiano drauf. So, das ist dieses Gericht. Also Rigatoni im eigenen, der eigenen Soße gegart,
Parmesan-Späne drauf. Und jetzt, liebe Ruhe, ob es nichts simpel, wenn es nichts warm ist, schmeiße es auf meine Baustelle aus. Na, riecht es so gut. Richtige saftige Nudeln, die al dente sind. Also, ich kann mir nicht vorstellen, kann man ja variieren mit Chili und so, aber ich glaube, das sind Nudeln, die schmecken an jedem, sind Idioten, sie gehen schnell. Perfekt. Viel, viel Spaß beim Nachkochen. Schön, dass ihr dabei wart. Und auf den Button, damit ihr eine Benachrichtigung kommt, wenn ich was poste. Und folgt mir auch auf Instagram. Ich bin ja jetzt der Instagram-Queen. Und das sehe ich jetzt auch so, als ob ich den IQ von einer Plastikzahnbürste habe. Also bis zum nächsten Mal. Und es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Einen guten Bon Appetito.